Wenn ihr glaubt, Jo Olli hat das schlechteste Business Coaching angeboten, was es jemals gegeben hat, seid ihr noch nicht über Andrew Tate gestolpert. Dieser Mann ist der jämmerlichste Wannabe Alpha Male Influencer, den es jemals gegeben hat und einfach nur eine ekelhafte Person im Generellen. Falls ihr mir nicht glaubt, schaut selbst. Wir schauen jetzt von Alpha Kevin, die dunkle Wahrheit über Andrew Tate, der frauenverachtende Alpha Male. Ich habe schon mal von dem was gehört, ist so ein englischer YouTuber, der in Kroatien ausgewandert ist oder sowas ähnliches oder Rumänien und der ist halt so ein typischer Business Coach. Business Coach. Und da soll viel dran sein und wir schauen uns das jetzt von Alpha Kevin an. Let's go. Dieser Alpha-Male ist der wohl polarisierendste Mann der letzten Wochen und Monate. Die Rede ist von Andrew Tate, ein Mensch, der seine Tate. Frauenfeindlichkeit und seinen Menschenhass öffentlich kommuniziert und dafür gefeiert wird. That's the world we live in now. Females are entitled and fucking lazy. Another thing I learned is that women are only loyal to the dick they're sucking. And once the girls learned they could do it themselves, then I thought, I don't know, I need some more chicks. So the girls who loved me and worked for me, my main girlfriends, they get probably around 20% of their money. I'd keep 80% of the money. Girls. Bro, what? Geht ja schon gut los. Einfach so 80% von den Einnahmen von seinen Freundinnen behalten. Kann man machen. In their mouth. I start beating the f*** out. I'm not even having sex. They love it more than ever. They like it more. The less sex you have with them, the better. I have nothing to talk to women about besides either sleeping with them or... Wait. Yeah, that's it. Men are trying to get laid, so they pretend to be friends with the girl, hoping that one day she'll get drunk enough and let them... Das war Andrew Tate, geboren am 1.12.1986 als halb Engländer und halb Amerikaner. Sein Vater war professioneller Schachspieler und Andrew selbst konnte Erfolge beim Kickboxen erzielen, indem er sogar vierfacher Weltmeister wurde. Is a world title and this means that I am the best kickboxer in the world. Also? Now, because I'm so cool, I actually have two world titles at two different weights. So while you're best in the world at nothing, you're not even the best in your town at anything, I'm the best in the world twice. Mittlerweile ist Andrew Multimillionär, soll ein globales Sexgeschäft betrieben haben, eröffnete mehrere Casinos und steht im Zusammenhang mit der rumänischen Mafia. Des Weiteren verkauft... War jetzt ein bisschen viel Info in den letzten 30 Sekunden. Oh, was? Moment mal, was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Junge... Wie, wenn er so eine Aufmerksamkeit bekommt, warum macht dann die Polizei nichts? Ja, okay, Bestechung. Der ein Businessprogramm, mit welchem er schätzungsweise 60 Millionen Dollar im Jahr verdient. Und bekannt ist er vor allem als totalitärer Alpha-Male. Doch wie ist Andrew Tate eigentlich bekannt geworden, sodass er binnen der letzten 30 Tage über 1,78 Millionen Follower auf Instagram... Was? Was in den letzten 30 Tagen 1,8 Millionen Follower auf Instagram? Was? Instagram generierte. Und die nächste Frage ist, warum sollte man so eine Person wohl eher nicht unterstützen? Das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Andrew Tate ist eine Person, die gerne seine eigenen Geschäftsideen entwickelte, um damit reich zu werden. Eine dieser Ideen waren zu Beginn Livecam-Shows im Internet. Er selbst hatte zu der damaligen Zeit 8 Beziehungen gleichzeitig laufen und entschied sich dann, einen Plan zu schmieden, wie er mit diesen Frauen Geld verdienen könnte. Deshalb lautete sein Plan, alle Frauen sollen zu ihm erstmal kommen, um im Anschluss vor der Kamera Geld zu verdienen für diese Livecam-Shows. Von diesen 8 Frauen, mit denen er eine Beziehung führte, haben sich natürlich einige hintergangen gefühlt und sind deswegen abgesprungen. Und 2 Frauen haben sich genau auf sein Geschäft eingelassen und sich demnach vor der Kamera verkauft. Andrew oh merkte mit Gott. Diesem Geschäftsmodell relativ schnell, dass er richtig viel Geld damit absahnen könnte, denn er meinte schon, dass er zu Beginn um die 3000 Dollar täglich einnahm. Doch das Ganze war ihm nicht genug, denn er wollte eigentlich so schnell wie möglich Millionär werden. Deshalb entschloss er sich, die Arbeiter von nur 2 Frauen auf 75 Frauen hoch zu stufen, um das Ganze noch größer zu machen und um noch schneller die Millionen zu bekommen. And once the girls learned they could do it themselves, then I thought, I don't know, I need some more chicks. Andrew machte dadurch frühzeitig extrem viel Geld. Das streckte sich teilweise so weit, dass er binnen von einem Monat 400.000 Dollar einnahm. Er selbst bezeichnete aber diese Erweiterung. Ich glaube, ich habe eine 400.000 Dollar Geschäftsidee. Seid ihr dabei, Jungs?
meldet euch. Dieser Frauen, die er noch dazu bekam, als größten Fehler. Denn durch die Masse an Frauen merkte er, dass die Frauen gar nicht mehr so richtig an ihm interessiert sind, sondern einfach selbst Geld verdienen wollen. Und deshalb entschied sich Andrew, die Zahl der ihn liebenden Frauen auf 8 zu reduzieren, damit der Fokus viel mehr auf ihn fällt. Weshalb Andrew hierbei aber so extrem viel Geld verdiente, das soll einem eigentlich schon relativ klar sein. Denn laut eigenen Aussagen verlangte er von dem eingenommenen Geld der Frauen ganze 80% und 20% sollten dann nur die Frauen bekommen. Girls who loved me and worked for me, my main girlfriends, they'd get probably around 20% of their money. I'd keep 80% of the money they made. Alles deutete darauf hin, dass die Frauen ihn mittlerweile nicht mehr liebten, sondern viel mehr Angst vor ihm hatten. Denn dass man hierbei schon von Zuhälterei sprechen kann, sollte dem einen oder anderen klar sein. Außerdem bestätigt... Das ist nicht mehr Zuhälterei, das ist mehr als Zuhälterei. 80%, Junge. Bro, was? Sich dieser Verdacht der Ängstlichkeit, wenn man sich die Seite CobraTate.com anschaut. Dort schrieb er nämlich ebenfalls sehr herablassend über das feminine Geschlecht. 2017 war Andrew Tate dann schon so bekannt, dass er bei Big Brother UK mitmachen durfte. Allerdings sah es bei ihm in dieser Zeit nicht ganz so gut aus, da er schon nach 7 Tagen die Sendung unfreiwillig verlassen musste. Grund dafür war ein Videoclip, welcher nun im Netz kursierte. Auf diesem Video war deutlich zu sehen, wie er einer Frau mit einem Gürtel so stark schlug, dass alles nach einer Misshandlung aussah. Er selbst dementiert. Was? Einer Frau mit einem Gürtel so stark schlug, dass alles nach einer Misshandlung aussah. Junge! Und er wird da einfach nur von der Show geworfen. Da wird nicht die Polizei geholt oder sonst was. Der wird einfach nur von der Show geworfen. Uff, Alter. Amerika. Warum? Er selbst dementierte aber die Vorwürfe und meinte, dass hier einige Dinge bearbeitet wurden in diesem Video und die Frau eigentlich zwischendurch noch lachte und das Ganze auch einvernehmlich war. Ob man ihn hierbei jetzt bei dieser Argumentation glauben mag... Einvernehmliches Zusammenschlagen. Let's go. Ist ich ehrlich gesagt nicht. Wenn man allerdings auch noch weitere Aussagen und auch Taten gegenüber Frauen von ihm kennt, dann könnte man durchaus vermuten, dass er diese Frau wirklich nicht einvernehmlich misshandelt hat. Er selbst hatte zu dieser Zeit übrigens ein Haus mit über 10 Schlafzimmern, damit seine Frauen von dort aus ihre Live-Shows machen konnten. Als sich dann eine Frau aufgrund ihres Alkoholkonsums in diesem Haus übergeben hatte, schloss er diese einfach vor der Tür aus. Diese Frau rief dann auch später dadurch die Polizei mit der Beschuldigung, dass sie zum einen geschlagen wurde und zum anderen bekam sie auch kein Geld von Andrew Tate und deshalb wurde bei seinem Haus eine Razzia durchgeführt. Doch nach dieser Razzia gab es für Andrew Tate keine strafrechtlichen Konsequenzen, lediglich musste er seine Anwaltskosten in Höhe von über $400.000 zahlen. Dennoch wurde er aber hierbei nicht schuldig gesprochen und er kam da eigentlich relativ glimpflich davon. Dennoch hatte er natürlich durch die ganzen negativen Ereignisse im Zusammenhang seiner Beziehungen viel negative Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weshalb er auswandern wollte. Denn er wollte jetzt nicht mehr in seinem Land dastehen, als wäre er irgendwie ein Straftäter oder einer, der Frauen misshandelt. Er wollte einfach... Okay, verständlich. Sein. Und genau deshalb entschloss er sich, nach Rumänien auszuwandern. Dies hatte vor allem den Grund, dass Rumänien ein korruptes Land ist und reiche Menschen wie er ihre Spiele spielen können. So, Rumänien ist... War jung. Alter. Absolutely corrupt. But it's a corruption that everyone can participate in. I would much rather live in a country that's corrupt, where I get stopped for speeding and I give them a little bit of money, than a country that's corrupt like America, which says it isn't corrupt. You have to be a billionaire and have a private jet and go to islands to get away with it, you know? Like, if you're gonna be corrupt, which every nation on earth is, then let everyone play the game. Ende 2017 entschloss er sich nun auch, dass seine Social-Media-Kanäle größer werden sollten. Er zeigte dabei immer wieder seinen teuren Lifestyle, was er sich alles leisten kann, und polarisierte vor allem mit seinen totalitären und diktatorischen Aussagen, wie zum Beispiel, dass er glückliche Kinder hasst oder dass Vegetarier keine Persönlichkeit haben und sie generell nichts im Leben erreichen würden. Er selbst bezeichnet sich unter anderem als Alpha-Male und zeigt dadurch, dass das männliche Geschlecht in der Gesellschaft immer die Hauptrolle spielen wird und Frauen sind letztendlich nur nebensächlich in der Gesellschaft. So äußerte er sich unzählige Male komplett frauenverachtend in Interviews. Girls run their mouth. I start beating the f*** out. I'm not even having sex. They love it more than ever. They like it more. The less sex you have with them, the better. I have nothing to talk to women about besides either sleeping with them or... The... Wait. Yeah, that's it. Men are trying to get laid, so they pretend to be friends with the girl, hoping that one day she'll get drunk enough and let them f*** her. Andrew Tate hasst offensichtlich Frauen und betrachtet sie mehr oder weniger als Sexobjekte. Außerdem eröffnete er nach der Auswanderung nach Rumänien ganze 15 Casinos, die allerdings durch... ...15 Casinos.
falls ihr es nicht richtig verstanden habt, 15 Casinos. Wie viel Geld hat der Typ gehabt, um 15 Casinos erstens zu veröffentlichen und zweitens, wie ekelhaft muss man sein, um Casinos zu veröffentlichen? So jetzt mal wirklich. Was ist das? Durch die ganze Pandemie kaum Erfolg hatten. Viele Casinos mussten nämlich extrem lange geschlossen bleiben. Er musste auf seiner Miete sitzen bleiben und dementsprechend war das bisher eher ein Minusgeschäft. Deshalb entschloss sich Andrew, nebenbei ein weiteres Geschäft zu eröffnen, um sein Imperium wachsen zu lassen. Und genau deshalb bot er Crashkurse an, wie man im Internet Geld verdienen könnte. Um viele Menschen auf dieses Geschäft aufmerksam zu machen, führte Andrew Tate jede Menge Interviews und auch Podcasts mit sehr bekannten Leuten aufgrund seiner kontroversen Art. Dadurch gelang es ihm, dass sich nun viele neue Menschen für seine Online-Kurse interessierten und schon Ende 2021 zahlten ganze 6000 Menschen für seinen $50-Kurs. Damit Menschen sind so dumm. Menschen sind so eingeschränkt. Es ist nicht mehr witzig, wie dumm Menschen sind. Also. Alleine erzielte er übrigens knapp $300,000 monatlich, ohne wirkliche Ausgaben zu haben. Doch damit nicht genug. Durch seine zahlreichen Interviews und Podcast-Auftritte bei extrem bekannten Menschen gelang es ihm, noch weiter für Aufmerksamkeit zu sorgen. Mittlerweile hat er genau durch diese Methode, durch seine polarisierenden Sprüche, über 130.000 zahlende Kunden, die diesen $50-Kurs kauften. Allein dadurch macht er schätzungsweise über $60 Millionen im Jahr. 130.000 Menschen geben Andrew Tate Geld. Für Kurse, wie sie Geld verdienen. Uff! Und das, obwohl diese Kurse und dieses ganze Online-Business eigentlich nebensächlich war, denn er wollte eigentlich mit den ganzen Casinos groß werden. Mittlerweile wird Andrew Tate als Alpha-Male von vielen Leuten bewundert, weshalb er übrigens 3 Millionen Follower auf Instagram hat, die wirklich auch sehr aktiv auf seinem Kanal sind. Sein teurer Lifestyle und seine kontroversen Aussagen scheinen für viele eine große Inspiration zu sein, weshalb sie ihn nacheifern wollen. Doch im April 2022 wurde Andrew Tate festgenommen. Laut Aussagen von rumänischen Journalisten soll er in seinem Haus angeblich zwei Frauen missbraucht haben. Außerdem steht auch eine Entführung. Okay, das ist krank. Digga. Im Raum. Mit meiner Entführung. Junge, was ist mit dem Typen los? Was ist das? Ich komme darauf nicht klar. Was ist. Was geht ab? Junge, Rumänien, Alter. Gang haben soll und deswegen ermittelte die Polizei, ob nicht etwa Menschenhandel auch ein Geschäftsmodell von ihm ist. Allerdings wurde er während der Untersuchung schon wieder freigelassen, weshalb er sein Leben einfach ganz normal weiterführen kann. Ob diese Freilassung irgendwas eventuell mit Korruption zu tun haben könnte? Man weiß es nicht. Jedoch lässt sich vermuten, dass Andrew Tate hierbei wirklich eventuell schuldig sein könnte, wenn man ihn einfach mal im Gesamtkontext betrachtet. Er traf schließlich jede Menge frauenverachtende Aussagen, wurde mehrfach angezeigt aufgrund von Misshandlungen gegenüber Frauen und in diesem Falle würde vieles darauf hindeuten, dass er dies wieder tat. Andrew Tate ist derzeit einer der gehyptesten Influencer, die es meiner Meinung nach nicht verdient haben. Er ist eine menschenverachtende und korrupte Persönlichkeit, die nur durch Negativschlagzeilen überhaupt bekannt wurde. Dass er nun für sein Leben gefeiert wird, bei seiner Vergangenheit, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich kann nur an der Stelle sagen, wenn ihr eine Person extrem feiert und ihn wirklich als euer Idol seht, dann schaut auch mal hinter die Kulissen, wer steckt eigentlich hinter dieser Fassade und dann merkt man vielleicht auch, ob man ihn unterstützen sollte oder eher weniger. Andrew Tate ist definitiv kein guter Mensch und er vertritt auch keine guten Werte. Und seinen Worten sollte man auch keinen Glauben schenken, wenn ihr mich fragt. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Sagt ihr auch, dass er eher eine gefährliche Person ist und seinen Hype jetzt eher weniger verdient hat? Oder meint ihr, er ist durch sein Lebenswerk zu Recht im Hype? Würde mich wirklich interessieren und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt wie gesagt gerne was in die Kommentare und folgt mir auch gerne noch auf Instagram. Ich stehe dort kurz vor den 10.000 Abonnenten und es wird mich riesig freuen. Wenn sich noch ein paar Leute dazu entscheiden würden, dort ebenfalls reinzufollowen. Der Link dazu ist in der Beschreibung und auch nochmal in der Endcard. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Bänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Junge, was ist das für ein Outro? Aber nices Video auf jeden Fall. Finde ich gut, dass sowas mal angesprochen wird. Junge, wie kann so eine Person einen Hype haben? Ich verstehe es echt nicht, warum? Wie dumm ist die heutige Gesellschaft geworden? Es ist mal wirklich.